بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Interessierte. Heute möchte ich etwas zu der geplanten Veranstaltung Islam und Familie erklären. In dieser Veranstaltung wird es darum gehen, wie auch im Untertitel gesagt, dass man die Prinzipien der Eheführung auf der einen Seite sowie auch die Prinzipien der Kinder- und Jugenderziehung andererseits anspricht. Darin sind inbegriffen weniger die Eheschließung als tatsächlich die Art und Weise, wie real, so Gott will, Ehegatten auf vernünftige, friedliche, harmonische und liebevolle Weise miteinander umgehen können. Insbesondere, wie man bestimmte Klippen umschifft, wie man bestimmte Dinge beachtet, die dem jeweils anderen wichtig sind. Und tatsächlich sind die Wichtigkeiten, die Prioritäten auf jeweils weiblicher und männlicher Seite erfahrungsgemäß etwas unterschiedlich. Sowie auch bestimmte Prinzipien der Erziehung, wobei man nicht alles vorstellen kann und auch sollte, sondern bestimmte Grundlagen, wie etwa die Ehepartner müssen sich einig sein. Zu große Härte und zu große Weichheit ist beides verderblich. Es muss immer ein Ausweg gelassen werden. Und übrigens, das ist bei der ehelichen Familienlage ganz genauso. Das heißt, wenn man etwas als Herausforderung bringt in bestimmten Umständen, muss immer ein Ausweg gelassen bleiben. Nie darf es sein, dass man einen Menschen, egal ob ein Ehepartner oder ein Kind oder einen Jugendlichen, gewissermaßen an die Wand drängt. Andererseits muss man Kraft und Gegenkraft richtig einschätzen. Es gibt hier auch bestimmte Grundlagen, wo man sagt, was muss man akzeptieren, was kann man akzeptieren oder auch nicht, wo sind rote Linien, wie macht man rote Linien deutlich, was sind die Ziele. Und das ist ganz wichtig. Es sollte Ziele geben in der Eheführung und es sollte Ziele geben in der Erziehung. Das schaffen viele Leute nicht. Dazu muss man auch sagen, dass die Voraussetzungen der Menschen zu einer Eheführung oder zu einer Kindererziehung auch sehr unterschiedlich sind. Das hängt natürlich auch davon ab, ob man selber eine schwierige, eine komplizierte, vielleicht auch eine verkorkste Kindheit hatte oder Jugend. Oder ob man zu Autorität positiv-negativ steht, ob man zu Alternativmethoden positiv oder negativ steht, ob man immer auf die Hilfe anderer angewiesen war und sein will oder eben auch nicht. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte. Ich will versuchen, das in ganz bestimmte Grundlagen zusammenzufassen und eben auch ganz konzentriert vorzustellen. Alles auf einmal geht natürlich nicht. Aber ich denke einmal, wenn wir tatsächlich bei den Grundlagen, den Prinzipien sind, die wir dann verbinden zwischen dem, was logisch, nachvollziehbar, was erfahrungsgemäß ist und was sich mit den islamischen Quellen gut abdichten lässt, dann sind wir auf einem sehr guten praxisbezogenen Fundament. Und das ist das, was ich eben im Rahmen dieses Seminars anbieten kann und möchte, so Gott will. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.